Ich habe eine Nachricht für Sie von einem Sportereignis. In einem Fußball-Freundschaftsspiel schlug die deutsche Nationalmannschaft Bulgarien heute am Abend mit 4:1. Die Tore schossen Rahn, Littbarski und zweimal Völler. Jetzt, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen den italienischen Autor Luigi Pirandello vorstellen. Er ist eine Schlüsselfigur der modernen Literatur und Ästhetik und er ist bei uns eigentlich nur als Bühnenautor bekannt geworden. Und da als Autor von wenigen Stücken, von drei oder vier vielleicht, obwohl er mehr als 40 geschrieben hat. Er wurde 1897 in Agrigento auf Sizilien geboren und starb 1936, 2 Jahre nachdem ihm, wie es damals hieß, in Würdigung seiner kühnen und geistreichen Neuschöpfung auf dem Gebiet der dramatischen Kunst der Nobelpreis für Literatur verliehen worden war. Sein literarisches Schaffen ist charakterisiert durch den Realismus und die analytische Psychologie in der Personenbeschreibung. Der Konflikt zwischen Sein und Schein endet in der Zersetzung der menschlichen Persönlichkeit, deren Fragwürdigkeit aufzuzeigen Pirandellos Hauptthema war. Der nun folgende Film über Pirandello wurde vor fast 20 Jahren produziert, entspricht also nicht der technischen Perfektion, die Sie von Produktionen unserer Tage gewöhnt sind. Wir bitten da um Verständnis. Optische Verfremdungen mancher Realaufnahmen dienen dem Versuch, Pirandellos Grundthema einer unsicher gewordenen Realität aufzuzeigen.